Hallo Leute und willkommen zurück zu Sebikrafttech. Ja, ich habe ein bisschen rumgebastelt. Ich habe hier eine vorübergehende Netherwarzenfarbe hingesetzt. Und das Witzige ist, guckt euch das mal an. Flipp dich. Boah. So, sieht gut aus, oder? Sieht richtig gut aus. Na komm, wachse, danke. So, ich habe mich natürlich in der Zeit jetzt noch ein bisschen mit dem Mod auseinandergesetzt, den ich neu installiert habe, mit dem lieben Roots-Mod. Wir haben bis jetzt erst einen Infernal Bulb, da hätte ich gern zwei von. Darum mache ich den ganzen Spaß hier. Und um Netherwarzen zu bekommen, um ohne im Nether zu sein, ne? Ist ja klar. So. Da ich gesehen habe, dass wir noch Netherwarzen im System hatten, dachte ich mir so, ach komm, probier's mal aus. Na komm. Sehr gut. Und ja, Bone Meal funktioniert auf Netherwarzen nicht. Immer noch ein Infernal Bulb. Was ist denn los hier? Komm. Schneller. Mehr Wachstum. Ach komm schon. Jetzt macht die da, macht die groß da hinten. Ja, und die hier auch noch. Egal. Ich brauche noch eine zweite erstmal. Was kann nicht sein? Wie hoch ist denn hier die Drop-Chance bitte? Ich könnte jetzt auch das Feld größer machen grundsätzlich, aber ich wollte noch keine große Netherwarzenfarm ansetzen. So, 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 so. Na komm schon. Immer noch keins? Was ist denn los? Ich meine, wir haben eine Menge Netherwarzen, so ist es nicht, aber meine Güte. Tja, das wird wohl ein bisschen Arbeit kosten. Das erste kam so schnell, das kam irgendwie nach der 10. oder 12. Netherwarze. Wir hatten ja zwei Stück aus der Chest, wenn ihr euch erinnert. Nur um gleich mal zu begründen, wo ich die her hatte. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Cheater. Okay, muss reichen. Kann doch nicht sein. Tja, es tut mir leid, Leute. Die Netherwarzen wollen nicht so wie ich. Aber der Ring ist der Hammer. Und der Ring ist leer. So, und jetzt muss ich Tatsache gucken. Ja, wir haben noch 1,8 Millionen. Das heißt, ich muss jetzt leider erstmal einen kurzen Stop machen und muss an unserem System hier weiterarbeiten. Zumindest, dass ich manuell erstmal... Ich glaube, ich werde jetzt erstmal einfach Standard. Wenn ich hier. Repeater. Erstmal kommt eh an. Oh, wir haben ja zwei. Perfekt. Okay. Da kommen wir aber gleich noch zu. Den Altar brauchen wir dann auch noch. Das Runic Tablet kommt erstmal weg. So. Wir brauchen Repeater. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das richtig? Ich glaube ja, 6 Stück. So, das heißt, wir brauchen Redstone Torches. Ohne Ende. Ich will jetzt aber keinen ganzen Stack machen, sondern ein halber. Oh, keine Sticks mehr. Okay. So, okay. Ich überlege noch, ob ich das tiefer setzen muss oder nicht. Muss ich jetzt mal ausprobieren kurz. Ist hier was drin noch? Ne, okay. Ist hier noch was drin? Nein. Hier? Ja. Hier ist was drin. Okay, das heißt, hier kann ich es ausprobieren. Ob die Repeater von oben auch das Signal weitergeben? Nein. Okay. Das muss hier nochmal komplett eine Etage tiefer. Vorerst so, okay. Ja gut, das hier muss eh wieder weg. So.
Okay, das heißt bei Knopfdruck. Will ich das einzeln machen oder doppelt? Ich glaube, ich mache das einzeln. Okay, das heißt, ich brauche mal gerade noch Material. Insulated Redstone Conduit damals. Da brauche ich Redstone Alloy für. Silikon und Redstone, okay. Chuck, chuck. Trotz des schnellen Dings hier, ne, dauert es ewig. Okay, so. Ich brauche nach 1. Den Repeater. Nach 2. Nach 3. Und ja, ich kann das übrigens, wenn ihr euch jetzt anders entschieden habt, ich musste jetzt nur langsam was machen, nach 5. Und das, da ich das hier alles so ein bisschen in Bulk aufnehme, ist ja das Problem, dass ich auf eure Antworten gerade noch nicht so ganz warten kann. Habe ich noch Conduit Binder? Ja. Danke. Chuck, Chuck. Kann ich dem hier sagen, dass er sich anschließen soll oder nicht? Okay. Ticks kann man ja eigentlich einstellen. 1, 2, 3, 4. Okay, mach so, so. Signal kommt rein. Hier ist ein Tick, hier sind zwei Ticks. Oh, drei Ticks, so. Nein. Was auch immer jetzt gerade abgebaut hat. Irgendwas hat die Fackel von hinter mir, okay. Ich wollte gerade sagen, so, hä, was hat der jetzt abgebaut? So, dich hätte ich gerne nochmal weg. Du gehst hier unten lang. Na. Machen wir mal 4 Ticks. So, dann kommt das Signal hier lang. Obwohl, jetzt können wir eigentlich auch hier lang legen. Brauche ich nicht ganz so viel. So, dann kommt hier ein Repeater mit vollen Ticks hin. Dann gehst du hier lang. Wieder irgendwas abgebaut? Bin ich jetzt gerade doof? So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber so. Okay. Ich brauche mehr. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier. Ein Signal raufgebe. Gibt mir natürlich kein Signal, verdammt. Na, wenn ich jetzt hier ein Signal raufgebe. 1, 2, 3. Okay, aber das hat jetzt gerade nicht lange genug gedauert. Ja, hier sind 4 Ticks, aber die reichen ihm nicht aus. Okay, so, du musst erstmal hier noch ab.
Achso, jetzt hat er es gleich hier nach hinten weitergegeben, ne? Ja. Warum kann ich das hier nicht rausziehen? Ist ein Witz, oder? So. Jetzt hat er erstmal schön die Repeater hier weggeschwimmt, aber egal. So, also auf jeden Fall reicht das nicht aus. Das heißt, ich brauche mehr Zeit dazwischen. Oder der Drop. Okay, das. Wir machen einfach keinen Unterschied zwischen dem hier. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Das heißt, zeitlich zum gleichen Zeitpunkt soll er quasi das ansteuern. Okay, Moment. Redstone Conduit, wo bist du da? Okay, so. Chuck, Chuck, Chuck. Und du gehst weg. Okay, so, wenn ich jetzt ein Signal raufgebe. Oh. Das muss natürlich auch noch verbunden werden, ne? So, ich gebe jetzt ein Signal. Das funktioniert. Und dann müsste jetzt hier Crystallize drin sein, genau. So. Und ihr kriegt noch keine Signale, das heißt, du kriegst jetzt dann als nächstes eins. Zeitgleich mit dir. Wir brauchen mehr Conduits, verdammt. Das ist ein guter Plan. Ne, genau, andersrum muss es ja sein. Ich überlege gerade, ob ich das durch den Repeater leiten muss oder nicht. Gut, wir brauchen auf jeden Fall mehr Redstone-Dings. Und dafür brauche ich noch mehr Silikon. Go for it. Gerade, ob das wirklich. Also, es funktioniert definitiv, aber es ist nicht die schönste Lösung gerade. Ich könnte das Signal nach unten durchspeisen. Ja, nee. So, wie fährst du? Zwei. Erstmal drei, damit wir überhaupt was machen können. Außer warten. So, okay. So. Du musst hier an den Repeater mit den gleichen Ticks. Ja. So, 1, 1, so und dann das. Über 4 und. Ach. Und über 4. So, du sollst hier disabled sein. Du sollst enabled sein. So, und theoretisch, wenn ich jetzt das mache, bekommen wir ein. Ja, perfekt. Okay. Solange wir natürlich Öl haben, ne? So, und dafür müssen wir jetzt sorgen. Deshalb sage ich ja, mit der Sensorik wäre natürlich schöner, aber das ist erstmal eine Möglichkeit, um überhaupt an Öl ranzukommen.
Okay, also er ist hier nicht schnell genug. Das heißt, wir brauchen hier noch mehr Pause zwischen. Oder er hat das falsche Öl hier drin. Empowered, ja, okay. Da ist schon das falsche Öl jetzt irgendwie reingekommen. Das eine ist Crystallized, das andere ist Empowered Oil, okay. Ja, sehr schön. Gut, du bist leer. Du bist leer. Und der Fluid Collector musst du wieder einschmeißen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Exporter. Das heißt, ein Construction Core. Ein Destruction. Nee, ein Improved Prozessor. Okay, müsste man eigentlich haben, ne? Ja. Exporter, so. Cable. Recipe. Okay. Der Exporter muss hier unten dran. Kann ich den einstellen? Ja, perfekt. Fluids. Jetzt brauche ich ein Bucket of Oil und das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Nein. Alles leer. Verdammt. Quatsch. Doch. Kann ich das hier rausziehen, wenn hier genug drin wäre? Ist aber nicht. Ah. Wie kann ich denn jetzt hier aus dem... Ah, okay. Perfekt. So. Du bist hier... Whitelist, ne? Okay. So, dann gehst du nach unten... Cable schon, perfekt. So, chuck, chuck. Okay. Nee, das soll nicht an den Kollektor, Mensch. Das soll hier oben in die Fässer rein. Ich bin auch ein Held gerade. So. Gut, dass es nicht funktioniert hat. Okay. Ich will aber nicht 5 Exporter, dementsprechend 4. Dementsprechend werden wir jetzt hier in die Fermenting Barrels einfach mit Fluid Conduits arbeiten. In die reinarbeiten. Also es war Tatsache richtig gedacht, falsch ausgesprochen. So, nein. Nein. Oh, ja. Lassen die sich nicht befüllen oder was? Oder mag der hier die Verbindung nicht? Achso, ich glaube, ich muss dem hier auch noch sagen. Oh,
Boah, muss ich jetzt ernsthaft einen Tank dazwischen setzen? Oh. Unglaublich. Ja gut, machen wir aber auch noch. Kein Problem. Ich dachte, wir könnten direkt exportieren. Okay, so, du oben bitte. Nein. Auf Pull Mode. Ne, auf Push Mode, so. Hier auf Pull Mode. Warum geht das nicht? Es ist doch ein Exporter, oder bin ich jetzt völlig doof? Importer ist das Teil zum ins System reinziehen. Warum? Achso, deshalb wahrscheinlich. Ja. Fluids und... Ne? Ah. Okay, das hätte wahrscheinlich auch andersrum funktioniert. Okay. So. Und ihr jetzt hier alle... Und die Fässer lassen sich nicht inserten von unten, ne? Oh, ist das ärgerlich. Kann man die Fässer echt nur von hinten füllen? Ja, okay. Super. Oh, ja. Nicht zu ändern, was soll's. Ach, ich komme hier nicht mehr hoch. Hahaha, toll. So. Okay, das heißt, ihr arbeitet jetzt alle brav hier. Ja, perfekt. Und ihr gebt das alles hier an den ab, ne? Ja, sehr gut. Und wenn ich jetzt einen Knopf drücke. Also das zweite Mal wird es funktionieren. Ja. Perfekt. So. Beim ersten Mal war noch kein Fluid hier drüben drin. Okay, und du, der Kollektor. Okay. Oh, okay, er kommt nicht schnell genug hinterher mit dem Rauspushen. Verdammt. Ah, ärgerlich. Kann ich den Bucket hier auch wieder ins System entleeren? Ja, sehr gut. Das ist schon mal schön. So. Also wie gesagt, noch lange nicht perfekt, ne? Weil das Problem ist, wie gesagt, wenn wir einmal leer laufen hier, dann haben wir schon ein Problem. So, und jetzt müssen wir es noch schaffen, dass der hier... wieder ins System zurückpusht. Okay, das heißt, ich brauche noch einen Importer. Ich weiß, wir sind schon lange über die Zeit, aber egal. Fluids. Ich schiebe es einfach hier unter dem Tank durch. Und jetzt sollten wir im System ja, Empowered Oil kriegen. Perfekt.
Zwar alles noch nicht automatisiert, aber es läuft zumindest schon mal. Okay, dann ist das von dem hier. Wie gesagt, es wird nachher alles noch mit Glas eingeschlossen, das ganze System, wenn es denn halbwegs automatisiert ist. Wir müssen es nämlich jetzt noch so funktionieren lassen, dass es nur funktioniert, wenn hier was drin ist. Und auch hier was drin ist, ne? Ja. Einmal. Zweimal. Acht Stück kann er, ne? Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Ja, perfekt. Und jetzt haben wir dementsprechend die Buckets auch im System. Okay. Es ist semi-automatisch, aber was soll ich sagen? Es ist in einem Schritt komplett durchlaufend. Wir müssen natürlich noch für Automatisierung von den Crystallized sorgen, für Automatisierung von den Empowered sorgen. Aber wir können jetzt mit einem relativ einfachen System die Oil Generator bearbeiten. Und dafür sorgen, dass wir wieder Energie kriegen, weil die ist nämlich gleich zunichte. Und vor allem, wir kriegen 700 RF. Was verbrauchen wir aktuell? 38, okay. Das ist doch alles im Rahmen. Ist doch alles okay. So, Folge ist lang genug. Den Anschluss machen wir das nächste Mal und ich überlege mir mal ein System, wie wir das Ganze ein bisschen besser automatisieren können. Zum Beispiel, wie er das Signal nur annimmt, wenn hier was drin ist. Also hier noch eine Option besteht. Das müsste eigentlich mit einer Sensorik auch funktionieren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ah. Aber wichtig war ja erstmal, dass es funktioniert. Und es funktioniert. Also, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.